Ja, moin Leute, das hier ist das Oppo Find X3 Pro 5G. Und ich muss sagen, ich habe das Ding jetzt die letzte Woche im Test gehabt. Ich bin wirklich beeindruckt von diesem Smartphone. Aber ich würde sagen, wir fangen mal von vorne an. Das hier ist alles, was man wissen muss über das Oppo Find X3 Pro. Nur als Hinweis, dieses Video ist freundlicherweise unterstützt durch Vodafone, die das möglich gemacht haben. Schaut auf jeden Fall mal auf dem Link in der Videobeschreibung vorbei, bei meinem Checkbox-Format, da auf feature.de, was von Vodafone betrieben wird. Ja, ich würde sagen, legen wir los mit dem Video. Viel Spaß! Das Oppo Find X3 Pro ist ein sehr, sehr schönes Stück Technik. Ich würde persönlich sogar so weit gehen und sagen, dass das hier eines der meiner Meinung nach schönsten Smartphones ist, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Denn nicht nur hat es eine sehr angenehme Größe, also vor allem von der Breite her, sondern es hat auch eine mattierte Rückseite, die Fingerabdrücke sehr, sehr gut versteckt. Also man sieht hier quasi nie Fingerabdrücke drauf, was mir natürlich auch das Filmen ein bisschen einfacher macht. Aber es versteckt auch das Kameraelement, denn die Rückseite ist aus einem Stück gegossenem Glas und curvt sich hoch zum Kameraelement. Und Oppo nennt das die Impossible Curve. Und ich habe sowas persönlich noch nie gesehen und ich finde, es sieht einfach unfassbar gut aus. Es wirkt halt irgendwie natürlich und das finde ich irgendwie cool. Was auch richtig cool ist, ist das Display auf der Vorderseite. Wir haben nämlich ein 6,7 Zoll großes Curved LTPO OLED Display mit 1300 Nits maximal Helligkeit, eine Auflösung von Quad HD Plus und 10-Bit Farbtiefe. Dazu gibt es 120 Hertz variable Bildwiederholrate und ich finde, das Telefon sieht also von hinten wunderschön aus, es sieht auch von vorne wunderschön aus und es ist auch geschützt durch Gorilla Glass 5, das heißt, es sollte auch relativ viel aushalten, also sehr kratzfest und auch sehr bruchfest sein. Ich sag mal, einzig vielleicht das abgerundete Display, also die Curve an der Displaykante ist vielleicht nicht für jeden was, da hat ja jeder so seine Präferenz. Aber ich finde das Gerät unglaublich schön, ich finde, es liegt richtig gut in der Hand und es ist auch mit 193 Gramm nicht zu schwer für die Größe. Dazu gibt es einen Fingerabdrucksensor im Display. Was will man mehr? Der Fingerabdrucksensor hier ist ein optischer Fingerabdrucksensor. Das bedeutet, in der Nacht kann er manchmal ganz schön hell sein und ein bisschen blenden. Das ist so ein bisschen, ja, noch eine kleine Sache, die mich an dem Gerät stört. Es gibt übrigens auch noch eine glänzend schwarze Version. Die zieht allerdings Fingerabdrücke wie magisch an. Ich finde diese blaue, matte Version hier viel, viel schöner. An Bord arbeitet ein Snapdragon 888 mit 12 GB RAM und 256 GB UFS 3.1 Speicher. Und das Ding rennt durch das Betriebssystem. Wir haben also dauerhaft 120 Hertz. Hier ruckelt nichts, das läuft komplett flüssig und das ist richtig schön. Also man hat wirklich das Gefühl, man hat hier ein sehr, sehr schnelles und modernes Smartphone in der Hand. Geladen wird der hier verbaute 4500 mAh große Akku übrigens per Oppos eigenem SuperVOOC 2.0 Flash Charge mit sage und schreibe 65 Watt. Das sind natürlich heftige Leistungen, die hier reingehen. Der Kühlkörper, der dafür hier drin verbaut ist, ist auch 28% größer geworden. Naja, und das ist Ganze ist nur möglich, weil der Akku zweigeteilt ist und quasi parallel geladen werden kann. Aber das bedeutet, wir können dieses Handy von 0 auf 100% in 40 Minuten aufladen, was halt wirklich beeindruckend ist. Und ich merke das immer wieder, wenn ich Smartphones benutze, die man so schnell laden kann, dass einfach man verändert das Ladeverhalten, wie man das Smartphone benutzt. Weil es ist einfach nicht ganz so wichtig, wie lang der Akku wirklich hält. Der hält ziemlich gut hier in dem Gerät, aber es ist nicht ganz so wichtig, weil ich halt in gefühlten 10 Minuten laden, also wenn ich nochmal kurz unter die Dusche springe oder so, den Saft für den kompletten Tag bekommen kann und das ist einfach beeindruckend. Also die Akkulaufzeit ist ziemlich gut tatsächlich. Ich würde sie jetzt nicht als ganz top of the notch bezeichnen, also ich komme gut durch einen Tag und abends habe ich noch so ungefähr 30, 35, manchmal vielleicht 40% übrig, aber es ist halt auch Pandemie, ne? Und da ist man nicht ganz so viel unterwegs, deswegen ich würde sagen, es ist so am ja, unteren Topfeld, wenn man das so sagen kann, also oberes Mittelfeld, unteres Topfeld, kann man das so sagen? Ich weiß nicht, aber es ist ziemlich gut, aber es ist wie gesagt halt auch nicht ganz so wichtig, weil man halt einfach so schnell laden kann. Neu gibt es jetzt auch Oppos eigenes AirWOOC Wireless Flash Charge, also kabelloses Laden mit bis zu 30 Watt, natürlich das entsprechende kabellose Ladegerät vorausgesetzt und wir können auch umgekehrt Wireless chargen, also ein anderes Gerät wie zum Beispiel Kopfhörer oder so mit 10 Watt. Außerdem gibt es IP68 Wasser- und Staubzertifizierung, es gibt Wi-Fi 6, es gibt eine Dual-SIM
und 13 5G-Bänder, also alle, die man in Deutschland braucht. Es gibt auch Dolby Atmos Stereo-Lautsprecher und die funktionieren stereomäßig ziemlich gut, aber ich finde, die klingen doch relativ blechern. Und ich würde sagen, die Lautsprecher sind somit die größte Enttäuschung an diesem Smartphone, was sonst wirklich durchgehend sehr beeindruckend ist. Als Software kommt hier Android 11 mit ColorOS 11.2 zum Einsatz und Oppos eigene Oberfläche hier sieht meiner Meinung nach sehr aufgeräumt aus, ein bisschen verspielt hier und da, aber kommt auch mit praktischen Features, zum Beispiel einer Farbanpassung für Farbblinde bzw. Leute mit Farbsehschwäche. Und das ist ziemlich cool, weil man einfach quasi die Farben anordnen kann und dann verändert sich die Systemfarbe entsprechend so, sodass es möglichst authentisch für Leute halt mit Farbsehschwäche aussieht. Und das ist eine Funktion, die ich auch noch nirgendwo anders gesehen habe und finde ich ziemlich cool. Beim Thema Kameras tischt das Oppo Find X3 Pro 5G ziemlich gut auf, denn Oppo hat sich hier ziemlich viele Gedanken gemacht und den gleichen Sensor, der in der Hauptkamera steckt, auch in die Ultraweitwinkelkamera reingepackt. Und ich finde es ziemlich praktisch, denn ehrlich gesagt, ich benutze die Hauptkamera fast genauso viel wie die Ultraweitwinkelkamera. Und das ist natürlich schön, dass wenn man dort den gleichen Sensor hat, Farben und auch Kontraste sehr, sehr ähnlich aussehen, nur halt, dass es ein bisschen weitwinkliger ist. Und das finde ich persönlich sehr, sehr praktisch. Außerdem unterstützen alle Kameras 10-Bit, denn Oppo zieht hier dieses 10-Bit komplett durch das Smartphone durch, also von der Kamera über die Bearbeitung bis hin zum Display unterstützt alles 10-Bit und damit deutlich mehr Farben, was vor allem bei Farbübergängen sehr, sehr schön aussieht. Die Hauptkamera ist hier ein 50-Megapixel Sony-Sensor mit f1.8, der Ultraweitwinkel ebenso 50 Megapixel mit f2.2 und 110 Grad Sichtfeld. Dann haben wir eine 13-Megapixel fünffach Hybrid optische Kamera mit f2.4 und was ganz Besonderes, eine 3 Megapixel Mikroskopkamera mit f3.0. Die hat 60-fachen Zoom und ist damit offiziell keine Makrokamera, sondern wirklich eine Mikroskopkamera, denn die ist auch scharf im Feld zwischen 1 bis 3 Millimetern und das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Da komme ich gleich noch ein bisschen mehr drauf zu sprechen, aber das ist wirklich einzigartig. Außerdem gibt es Videos mit 4K und 60 Bildern pro Sekunde oder optional auch mit 30 Bildern pro Sekunde und 10-Bit. Und dann haben wir noch die 32-Megapixel Frontkamera. Ich sag mal so, Specs sagen jetzt nicht allzu viel über die Bilder aus. Wie sind denn die Bilder an sich? Also, ich finde die Bilder, die hier aus dem Smartphone kommen, sehr, sehr schön. Das heißt, die sind hochauflösend, also nicht immer mit 50 Megapixeln, sondern da werden halt 4 Pixel zu einem Pixel kombiniert und das ist so der normale Modus. Es gibt aber auch einen 50-Megapixel-Modus, wenn man das nutzen möchte. Die Bilder sind sehr schön farbig, sie sind kontrastreich und sie wirken einfach sehr, sehr stimmig, sie poppen und es macht einfach Spaß, dort damit Bilder zu machen. Das Einzige, was ich sagen würde, ist, dass hier die Bildschärfung relativ aggressiv ist und das kann man ein bisschen sehen, wenn man in die Bilder etwas hineinzoomt. Dafür sind halt viele Details vorhanden. Dazu kommt halt, dass die Aufnahmen der Ultraweitwinkelkamera ebenso gut sind und die sehen eigentlich vom Bild her genauso aus wie die der Hauptkamera, nur halt, wenn es ein bisschen dunkler wird, dann merkt man, dass dort ein ganz kleines bisschen weniger Licht durch das Objektiv reinfällt, aber ansonsten sehen die quasi identisch aus. Die Zoom-Kamera ist ein kleines bisschen mehr am Rauschen, aber es hält sich alles noch in Grenzen und ist immer noch gut verwendbar. Absolut genial ist aber die Mikroskopkamera. Sowas habe ich einfach noch bei keinem anderen Smartphone gesehen. Und die Bilder an sich vielleicht sind jetzt nicht unbedingt spektakulär, also die rauschen doch sichtbar, Farbrauschen und haben die, sind jetzt nicht die krassesten Kontraste und so, aber einfach die Möglichkeit, was für Bilder man damit machen kann, ist halt wirklich einzigartig. Und die Dinge, die man damit fotografieren kann, habe ich bisher einfach noch nicht gesehen und es macht einfach richtig Spaß, an alle Alltagsobjekte ranzugehen, ganz nah und zu gucken, wie sieht eigentlich da die Oberflächenstruktur aus und das zu fotografieren. Einfach cool. Die Videos sind leider nicht so gut wie die Fotos. Die Fotos sind ja hier wirklich top. Die Videos, da fehlt Kontrast, da fehlt irgendwie ein bisschen Sättigung. Die poppen einfach noch nicht so richtig schön. Ja, das ist irgendwie so, es ist okay. Man kann damit filmen, das rauscht doch nicht so stark oder so, aber es ist einfach, es sieht nicht so schön aus wie die Fotos und das ist ein bisschen schade. Allerdings ist der Ton relativ gut. Aber ich sag mal so, das ist ja nichts, was Oppo nicht noch mit einem Software-Update einfach im Nachhinein fixen könnte. Als eines der ersten Smartphones in Deutschland unterstützt das Oppo Find X3 Pro die Unreal Light Augmented Reality Brille. Und das sieht jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich aus, ist aber tatsächlich ziemlich beeindruckend, denn die erlaubt mir quasi Fenster und Apps im Raum zu platzieren und dann dorthin zurückzukehren. Also zum Beispiel kann ich hier an meinem Monitor, zum Beispiel oben drüber,
ein YouTube-Fenster aufmachen. Wenn ich dann hingucke, dann wird das dort weiterlaufen. Und daneben vielleicht ein Chrome-Fenster. Und daneben vielleicht noch ein Fenster mit meinen Fotos oder so. Und die werden mir dann dort angezeigt. Das heißt, ich kann hier aktuell bis zu 3 Apps aufmachen, die mir dann in Augmented Reality innerhalb meines Raumes platziert werden. Und ich kann zum Beispiel auch um die herumlaufen, kann also das auch von der Seite ansehen und so. Das ist ziemlich beeindruckend, dass wie gut das auch funktioniert. Das funktioniert mit fast allen Apps, die bei mir auf dem Smartphone installiert sind. Es gibt eine Handvoll, die nicht funktionieren, aber die meisten funktionieren tatsächlich ohne Probleme. Also ich habe hier irgendein zufälliges Spiel aus dem Google Play Store runtergeladen und das hat alles ohne Probleme funktioniert. Und es ist sehr, sehr beeindruckend, wie gut es technisch tatsächlich funktioniert. Vom Sichtfeld her würde ich sagen, also habe ich hier quasi ein Fenster, wo dann die Sachen auftauchen, aber wenn ich quasi hier hingucke, ist da jetzt nichts und hiervon ist jetzt mein YouTube-Video, was mir da angezeigt wird. Und vom Sichtfeld her ist es ungefähr so, dass es quasi ungefähr so ist und wird dann halt nach hinten größer, ne? Und von der Höhe her vielleicht ungefähr so. Also ist schon ziemlich groß und wenn ich hier mir zum Beispiel einen Film drauf angucke, ist es so, wie als würde ich ungefähr einen 100 Zoll Fernseher haben. Ist auf jeden Fall eine einzigartige Erfahrung, die Unreal da einem möglich macht und das Oppo Find X3 Pro ist halt eines der ersten Smartphones, die diese Brille unterstützt. Und ich muss sagen, es ist wirklich beeindruckend, wie gut es funktioniert. Okay, soweit dazu. Was ist also mein Fazit zum Oppo Find X3 Pro 5G? Ich muss sagen, das Smartphone hat mich tatsächlich überzeugt. Wir bekommen hier ein sehr, sehr schönes Smartphone mit einem tollen Display, viel Leistung, einer guten Akkulaufzeit und einem tollen Kamerasystem, vor allem für Fotos und halt auch diesem Alleinstellungsmerkmal dieser Mikroskopkamera, die ich vorher sonst noch nirgendwo gesehen habe, was ich wirklich beeindruckend und richtig, richtig angenehm finde. Also da kann man wirklich der Kreativität freien Lauf lassen und man kann wirklich coole Fotos machen und erkundet seine Umgebung nochmal ganz, ganz neu. Wer also die etwas blechern klingenden Lautsprecher verkraften kann und vielleicht jetzt auch nicht gerade das allerbeste Smartphone im Videoreich benötigt, der bekommt hiermit wirklich ein potentes Paket und ein sehr, sehr fähiges Smartphone, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, jeden Tag zu benutzen. Das kommt natürlich zu einem Preis, also ab 1149 Euro UVP gibt es das Gerät, kann man natürlich günstiger bekommen, wenn man es halt irgendwo günstiger bekommt. Ansonsten gibt es das natürlich zum Beispiel auch mit Vertrag, zum Beispiel hier beim Sponsor des Videos Vodafone im Red M-Tarif schon ab 1 Euro. Ich lasse euch mal einen Link in der Beschreibung. Okay, das war es jetzt erstmal von mir zu dem Gerät. Wenn es noch Fragen dazu gibt, dann schreibt ihr natürlich gerne in die Kommentare und dann werde ich die versuchen zu beantworten. Dann danke fürs Zusehen bei diesem Video. Danke auch an Vodafone für Sponsor dieses Videos. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.